Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem Odin war shoppen. Da sind zwei Sachen jetzt mit bei, die sind jetzt nicht eigentlich wirklich geshoppt, eigentlich retour, eigentlich waren sie defekt durch den Sturm. Müssen wir das hier mal kurz wegräumen. Ich habe jetzt nämlich schon meinen PC abgeholt. Da ist halt die Karte wieder drin. Das ist die Avamedia Livegamer 4K. Und kommt im PC eingebaut mit HDMI Ein- und Ausgang. Ermöglicht es mir 4K HDR aufzunehmen, 4K HDR zu streamen, wofür ich die Leitung leider nicht habe. Und das ist die einzige, die mir bekannt ist, die 4K HDR unterstützt. Dann hier der 1:2 HDMI-Splitter, auch 4K, 60 Hertz und HDR unterstützt der von Feintech. Hier hinten steht auch die Firma drauf, Feintech. Da ist mir nämlich der Blitz oder Überspannung rein, ich weiß es nicht. Weil der HDMI, der von, also im PC, ich habe den auch überprüfen lassen, ist nichts. Aber der Ausgang, praktisch der, ich habe die Kabel auch überprüft, die sind tipptopp. Aber an dem Eingang, also hier ist der Eingang, praktisch hier Ausgang. Ich zeige euch das mal hier. Wir haben einen Eingang, da geht die PS4 rein und zwei Ausgänge. Einer geht zum Fernseher, einer geht hier zu dieser Karte. Und da war halt hier ein Ausgang defekt und hier der Eingang defekt. Ob der Ausgang auch defekt ist, weiß ich nicht, weil das ist ja, wenn der Eingang nicht funktioniert, kann man den Ausgang nicht überprüfen. Jedenfalls beide defekt. Das hatte ich ja schon gesagt und jetzt geht's wieder. Ich habe nämlich heute hier, ist von BMA Service, also mein PC-Mann, der PC-Mann meines Vertrauens, der Schein gekommen, die haben das für mich gemacht. Und die haben mir praktisch, haben das mit meiner Versicherung alles geklärt und also ich habe erstmal ansatzweise geklärt und meine Versicherung hat dann gezahlt und die haben sie gekauft. Hier seht ihr die 4K-Karte. Jetzt kann ich da auch die Tutorial-Serie demnächst machen und hier steht halt auch 4K HDR. Und wichtig ist, nicht Pass-Through. Das heißt nicht, dass ihr 4K HDR rein und am Bildschirm 4K HDR habt. Nein, ihr könnt auch 4K HDR aufnehmen. Das ist ganz wichtig, weil die Avamedia, nee, die, wie heißt sie, Elgato, die hat 4K HDR Pass-Through. Die kann aber nur 4K aufnehmen, aber nicht HDR. Und die kann HDR. Unboxing-Hardware-Video hatte ich ja damals mal gemacht. Das werde ich euch versuchen zu verlinken in der Infobox. Ich werde demnächst eine Tutorial-Reihe dazu machen, wie ich es ich habe ja schon so ein Video gemacht, wie ich es angeschlossen habe, aber nochmal so rumgehen und alles erklären. Und dann halt hier von Feintech den HDMI-Verteiler bzw. Splitter. Dann habe ich was. Hier ist der Briefumschlag, der kleine Luftpolsterumschlag. Da habe ich mir nämlich beim Bestellen, ist mir da ein Fehler passiert. Ich habe das bei Amazon gekauft und weil ich auch das letzte Mal für meine Mutti was gekauft habe, ging das an meine Mutti. Und die hat es mir dann vorbeigebracht. Das ist ein, ist auch schon, also ich habe es nicht ausgepackt. Das war schon so knauschig. So. Ein Stern, gute Nachtlicht. Für meine Tochter. Für die große, kleine. Klappert zwar ein bisschen drin, aber egal. Das ist für die kleine. Gibt es in Blau und in Gelb. Und ich wollte Gelb, das war so ein weiches Gelb. Und Blau ist ein bisschen aufputschend, habe ich gelesen. Deswegen habe ich das halt Gelb genommen. Dann haben wir hier noch was drin. Ich habe noch zwei Pakete, aber die habe ich nicht selber gekauft. Das ist einmal die neue Anker-Ex und von Divolo habe ich noch was. Das kommt aber im separaten Video. Aber das habe ich hier gekauft. Beziehungsweise ich habe den Vertrag abgeschlossen, meine Mutter bezahlt. Das habe ich nämlich von meiner Mutter gemacht. Und da haben sie einen Fehler gemacht. Und ich hoffe, jetzt klappt das alles. Da werde ich morgen nämlich zu meiner Mutter alles anschließen. So. Oh, ach Gott. Einmal. Zweimal. So. Das sind zweimal die identischen Skyboxen.
Was? Hilfe benötigen. Sky. Installationsservice ab 99,90 Euro. Inklusive Anfahrt. Brauchen wir nicht. Mach ich selber. Das sind die Skyboxen. Also die Sky Q-Boxen. Eine werden wir auspacken. Und da gibt es halt Sky Mini und das Problem, hier ist halt die Karte drin. Ja, hier ist die Karte drin. Im anderen Karton wird ohne Karte sein, denke ich mal. So, hier, das ist der Sky Q Receiver. Und jetzt fragt ihr euch, Mensch, warum hast du denn nicht einen Sky Q Receiver genommen? Und, also für, ist ja nicht für mich, ist ja für meine Eltern. Und immer ein Sky Mini. Einfach, weil bei Sky Mini, das läuft alles nur online. Das ist wie die App auf dem Fernsehen. Und da ist das Problem, du kannst die Sender nicht wirklich verschieben auf der Mini. Und ist halt alles so ein bisschen appmäßig aufgebaut. Beim Receiver ist es ein bisschen anders aufgebaut und sowas kennen sie. Und jeder, der Eltern hat, ich denke, der kann mich da gut verstehen. Das muss idiotensicher sein. Oh, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. So. Und da haben wir dann halt hier die Skybox. Sieht man die? Sieht man. Sieht man, oder? Ja, Sky. Und hier hinten kommt dann halt die Karte rein. Die war ja bei uns mit bei, da. Und dann haben wir hier zwei Anschlüsse. SAT-IN. Und SAT-IN 2. Bei SAT-IN 2 ist sowas draufgeschraubt, da ist ein Gummipinöpel drauf. Dann haben wir einen LAN-Anschluss, einen optischen Anschluss, einen HDMI, zweimal USB, Power und Reset. Ach, das ist ein Reset-Knopf. So sieht das halt aus. Also könnt ihr praktisch, wenn euer System nicht hergibt, hier zweimal Satellit reinmachen. Ihr könnt auf einem Satelliten, könnt ihr auch eine Festplatte anschließen, den gucken und den anderen aufnehmen. Denke ich mal. Hier ist der LAN, hier ist optisch, damit ihr dazu eine Anlage machen könnt. HDMI, zweimal USB. Steht aber nicht, ob es USB 3.0 oder 2.0 ist. Kann ich nicht lesen, ist so klein geschrieben. Und halt Energie. Dann haben wir hier schöne Standfüße, schön gummiert. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt hier vorne auch irgendwie ein Feld hat oder so. Jedenfalls ist die jetzt, hier steht einfach nur Sky, das ist jetzt auch drauf. Sieht man nicht, dass das so 3D-mäßig ist? Ja. Und hier oben halt auch und das ist halt für meine Eltern. So, was haben wir denn noch mit drin? Was wir einmal hier komplett ausgepackt haben. Wir haben, oh, ganz cool, ein HDMI. Jetzt die Farbe rosa ist jetzt nicht so, aber okay. Zwei Batterien sind drin. Die hole ich jetzt hier nicht raus. Die sind so im Karton so reingeschoben. Dann einmal Strom. Dann einmal den Transformator. Und einmal eine Fernbedienung. Aber ist halt auch so eine fette Fernbedienung. Naja. Da werde ich dann vielleicht separat nochmal ein Video zu machen, wenn ihr Bock drauf habt. Jetzt werden wir das erstmal wieder einpacken hier. Kann ich dann morgen zu meiner Mama fahren und alles anschließen. Da kommt ja noch mehr dazu. Wie gesagt, die Volo habe ich ja auch. Das werde ich euch in einem späteren Video erklären. So, achso, das muss auch noch rein hier alles wieder. Zack. Ich weiß gar nicht, wie viel man in einem Haushalt betreiben kann. Das müsste ich mal testen. So. Und das soll es auch soweit gewesen sein. Ist nur ein kleines, knappes Odin mal shoppen. Wobei halt die Receiver, die habe ich zwar geordert, aber ich habe sie nicht gekauft. Meine Mutter hat sie gekauft und die sind ja für meine Mutter. Der Vertrag läuft nur über mich, weil Sky da einen Fehler gemacht hat. Ich habe gesagt, ich möchte für meine Mutter bestellen, hatte alle Daten da. Und dann haben sie es auf mich gemacht und dann kriege ich eine E-Mail wegen Altersverifizierung, wegen diesen 18er-Inhalten und so. Und Vertragsbestätigung, dass ich ich bin und sowas alles. Ja, und weil ich ja dachte, wie gesagt, der hat ja auch nicht gesagt, das läuft dann über dich. Der hat gesagt, okay, bla bla bla, und für wen? Ramona Knack, bla 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 bla. Und
Dann, wie war denn das? Genau, dann habe ich die E-Mail gekriegt und dann habe ich die Ausweisdaten von meiner Mutter eingegeben, um zu bestätigen. Dann habe ich gedacht, ein Zahlendreher irgendwo drin, nochmal alle überprüft, nochmal geschrieben, bumm, nicht. Dreimal gemacht, ging nicht. Dann nochmal da angerufen, ja nee, das läuft über dich, nicht über deine Mutter. Dachte, was? Ja, entweder machen wir jetzt rückgängig, dann müssen wir die Receiver nochmal neu rausschicken und die waren da schon unterwegs. Hat gesagt, ach scheiße, ja, lass das eine Jahr laufen und dann kann man Ende des Jahres sagen, hier, den Vertrag wollen wir umschreiben auf meine Mutter oder einen neuen Vertrag mal den kündigen oder was weiß ich. Und dann sind wir beide, ja, dann hat meine Mutter das so schnell wie möglich und dann passt das, ehe das da noch mehr Heckmeck gibt. So, das soll es jetzt auch soweit dazu gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Achso, haben noch einen Schwimmring für die Kleine gekauft im Urlaub. Und heute waren wir einkaufen. Schulzeug. So um die 150 Euro habe ich jetzt ausgegeben für Schulzeug. Alleine nur 50 Euro, ein paar zerquetschte für die Bücher, für drei Bücher. Und dann halt Füller, Feinliner, was war noch? Ein Marker, Hausaufgabenheft, Federtasche, Buntstifte, Filzstifte, Radiergummi, Kleber, Farbe, Blöcke, liniert und kariert, einen großen Zeichenblock, einen kleinen Zeichenblock, Geoheft, Geodreieck, Lineale, Winkelmesser. Zirkel haben wir noch, den kann sie noch nehmen, der ist noch super im Schuss. Und 11 oder 12 Hefter brauchte sie. Dann hat sie auch für den neuen Rucksack dann so eine Heftermappe gekriegt. Da kannst du so eine dickere Mappe, da machst du halt 5, 6 Hefter rein und machst du die dann zu. Und dann wird die, wenn du die im Rucksack hast, werden die Hefter nicht geknickt, weil das ist so ein härteres Pflaster außen, wo du die drin machst. Davon auch noch. Und Hausaufgabenheft für clevere Faule, Karteikarten, Zwischenkarten für die Hefter. Oh Gott, was war denn da noch alles mit bei? Patronen, Haufen Zeug. Also war eine große Tüte voll. Und die packt jetzt gerade ihr Zeug zurecht. Und sie hat darum gebeten, also die Große, ob sie diesmal die Hefter selber beschreiben darf und die Hefte. Also ihren Namen raufschreiben kann und klasse. Das habe sonst immer ich gemacht. Und da habe ich gesagt, das ist okay, kannst du machen. Deswegen macht sie gerade. So, jetzt soll es aber wirklich gewesen sein. Wenn es euch gefreut hat, a Däumchen wäre a Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.